Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns heute die Nachtsession an von Kann das bitte so bleiben? Die haben wir noch nicht gesehen, die ist schon 2 Tage draußen. Heute ist der 3. Tag. Ich weiß nicht, warum ich gerne so zähle mit meinen Fingern, aber das mag ich sehr gerne irgendwie, Freunde. Perfekt, gut. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein, Freunde. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Lasst mal ein bisschen Support und Liebe da. Ebenfalls werde ich euch Nacht verlinken, Freunde. Das Album von der lieben Elif, was bald rauskommt. Also jetzt vorbestellen, falls ihr noch nicht gemacht haben solltet. Sünde. Nein, aber ich werde euch das einfach in die Beschreibung packen. Lasst da gerne ein bisschen Support da. Wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, ihr müsst natürlich nicht, ja? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir hören und schauen mal hier rein. Elif, kann das bitte so bleiben? Nachtsession. Ja, wir werden einfach mal reinschauen, Freunde. Ist hier irgendwas drin? Nope, nichts Interessantes, nichts, was wir wissen müssen, denke ich. Wir hören und schauen rein, Leute. Let's go. Also sie hat sich einfach Ed Sheeran auch gebucht. So. Sie hat vorher mit mir noch telefoniert und meinte, ey Flo, ich bin überlegen, soll ich mir Ed Sheeran holen für die neue Nachtsession? Ich meinte, ja, mach einfach, komm, packe einen der mit. Du hast es ja gerade. Und deswegen sehen wir jetzt hier gerade Ed Sheeran. Pizzaschachteln, Autoreifen. Habt ihr jemals jemanden diese beiden Wörter so schön hören, sagen gehört? Ich denke nicht. Nur wir beide endlos schleifen. Nichts vermissen, Hände falten, grelle Lichter nicht anhalten, leere Straßen. Boah, erstmal eine dicke 1 plus für dieses Outfit. Damn, auch der Hut. Nice. Häuserdächer, Regentropfen, Aschenbecher, rote Augen, nie mehr schlafen, wortlos glücklich, schon seit Tagen. Oh, ihre Stimme ist so klar. Sie ist so klar, diese Stimme. Ich fühle mich, als ob sie gerade so in mein Ohr reingesungen hätte einfach. Als ob ich war vielleicht auch vor Ort tatsächlich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, Jungs. Das hört sich so krass an. Mehr schlafen, wortlos glücklich. Damn. Schon seit Tagen, wortlos glücklich. Oh, dieses Ich. Denk nicht nach und wir lassen uns treiben. Kann das bitte so bleiben? Oh, ich liebe es, wie sie gerade mit ihrer Hand so, aber auch mit dem ganzen Körper sich wirklich treiben lässt und auch die Augen zumacht zwischendurch. Da merkt man einfach, finde ich, daran, dass jemand wirklich die Musik fühlt und die Kunst fühlt und es einem wichtig ist, was gerade überhaupt, oder dass es ihr selbst wichtig ist, was gerade überhaupt aus ihrem Mund rauskommt. So. Ist nicht bei jedem Künstler selbstverständlich. Wir lassen uns treiben, kann das bitte so bleiben, kann das bitte so bleiben. Haben keinen Plan, keinen Bock zu entscheiden. Es flasht mich jedes Mal. Mark Forster würde sagen, flash mich nochmal. Und sie flasht mich jedes Mal nochmal einfach. Wie sie es schafft, wirklich durchgehend erstmal keine Luftprobleme zu haben. Was bei diesem Song nicht so schlimm ist wie bei schon anderen Nachtsessions, ja. Aber trotzdem flasht mich jedes Mal, wie sie es schafft, einfach so gut zu klingen. Teilweise bevorzuge ich in manchen Songs mittlerweile die Nachtversion. Oder hören wir auch sehr gerne die Nachtversion noch des Öfteren an, weil ihre Stimme da einfach so klar klingt. Kann das bitte so bleiben? Lass uns bitte so bleiben. Damn. Eine unglaublich schöne Atmosphäre, die hier geschaffen wird bei den Nachtsessions. Offene Haare, Nacht zu Ende. Zeit zu wachsen, volle Hände. Die ersten Sonnenstrahlen fallen in mein Gesicht. Boah, Gänsehaut, Mann. Zwei Bettzimmer, Deckenlampe, Wasserflaschen von der Tanke. Zeit vergessen, keine Fragen, wortlos glücklich, schon seit Tagen. Ey, ich hat auch einfach wunderschöne Augen, Jungs. Mann. Ey, was soll ich machen, Jungs? Sie hat wunderschöne Augen. Schaut doch mal diese... Okay, warte, ungünstiger Screenshot. Jetzt, günstiger Screenshot. Die glitzern einfach, die... Es ist einfach da. Wortlos glücklich. Es ist einfach da. Es ist einfach da. Wortlos glücklich. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich liebe diese kleinen, subtilen Bewegungen, die sie macht. Ich mag die.
drängen nicht nach und wir lassen uns treiben. Kann das bitte so bleiben? Kann das bitte so bleiben? Haben keinen Plan, keinen Bock zu entscheiden. Kann das bitte so bleiben? Kann das bitte Damn. So bleiben? Wir fahren durch die Nacht, bin wach mit dir. Keine Ahnung, was passiert. Wir denken nicht nach und wir lassen uns treiben. Kann das bitte so bleiben? Unglaublich schöner Song. Lass uns bitte so bleiben. Hey, guck doch nicht in die Kamera so. Hey, okay. Okay, hey, alles cool. Keine Frage. Ed Sheeran, begeistert. Er ist begeistert. Freut mich und wir gehen wieder back. Bam. Nice, Mann. Ey, wunderschöne Nachtsession. Wunderschöne Nachtsession, muss ich sagen. Es ist immer so eine beruhigende Atmosphäre, die bei den Nachtsessions geschaffen wird. Deswegen, zum Beispiel die Alaska-Nachtsession habe ich mir sehr oft angehört. Sehr, sehr gute Nachtsession. Oh, da würde ich am liebsten jetzt raufklicken, Jungs, aber machen wir nicht. Schaut euch gerne dazu meine Reaction auch an, wenn ihr wollt, ja. Ey, Freunde, ihr wisst, ich bin großer Sympathisant von Elif. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht als Fan einordnen. Ja, ich mag Elif sehr gerne und ich freue mich unglaublich doll aufs Album. Und gönne ihr alles vom Herzen und hoffe, dass das Album einfach krass ankommt, Freunde. Deswegen, wie gesagt, falls ihr noch nicht vorbestellt habt, macht es gerne. Fühlt euch nicht gezwungen, aber fühlt euch ein bisschen gezwungen von mir gerade, ja? Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, lasst mal eure Meinung zu der Nachtsession in den Kommentaren da. Wir sehen uns morgen bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.